In Davos ist es noch ein langer Weg bis zur Gleichstellung der Geschlechter. Es gibt sogar die Bezeichnung Davos-Mann, ein Begriff, der für die globale Elite männlicher Wohlhabender steht. Nur jeder vierte Delegierte, der diese Woche zum Weltwirtschaftsforum kommt, ist weiblich. Von den Ministerposten weltweit werden 21% von Frauen bekleidet. Und von den 1000 umsatzstärksten amerikanischen Unternehmen werden nur 6% von Frauen geführt. Euronews traf sich mit Shelley Sellis, die sich für mehr Gleichberechtigung einsetzt. Trotz aller Bemühungen des Weltwirtschaftsforums bei der Geschlechterparität hakt es weiterhin. Die Verantwortlichen sagten ihren strategischen Partnern, dass es innerhalb jeder Gruppe eine bestimmte Frauenquote geben muss. Die Europäische Kommission hat mit Ursula von der Leyen ihre erste Präsidentin. US-Präsident Donald Trump sagt über sie, dass sie eine extrem harte Verhandlungspartnerin sei. Unterscheidet sich das Verhandlungsgeschick zwischen Mann und Frau? Wir schauen auf maskuline und feminine Aspekte. Es geht nicht um Mann-Frau. Zu den maskulinen Führungsqualitäten zählen in die Offensive gehen Durchsetzungskraft, Entschlossenheit, Geradlinigkeit, Analysefähigkeit. Zu den femininen Zusammenarbeit, Fürsorge, Empathie und Leidenschaft. Das sind Stärken, die Frauen in der Regel verstecken. Und doch glaube ich, dass in diesen Unterschieden unsere größten Stärken liegen. Wir sollten unsere größten Stärken einbringen. Am allerwichtigsten ist die Kraft der Zusammenarbeit. In der EU-Kommission gibt es unter Ursula von der Leyen zum ersten Mal in der Geschichte ein fast ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Und wie sieht es sonst so innerhalb der EU aus? Für jeden Euro, den ein Mann verdient, bekommt eine Frau nur 84 Cent. Frauen arbeiten im Vergleich zu Männern etwa 2 Monate im Jahr zum Nulltarif.